bin gestorben. Jawoll. Und was ich auch noch schön finde, ist, also vom Licht her, von der Leistung her, sind diese Energiesparlampen. Ja? Mhm. Bis die mal hell werden. Ne? Also ich muss sagen, ich habe hier ein paar Energiesparlampen, die gehen eigentlich völlig klar. Ja, aber es ist halt am Anfang, also manche sind schlimmer und manche sind besser. Aber es gibt so manche, ne, da die sind einfach. Es ist so, wie wenn du dein Handy im Licht auf die niedrigste Bildschirmhelligkeit hast, von der Sichtart, wie du da was siehst dann, wenn die an sind. Mhm. Ne? Ja. So. Was hast du eigentlich für ein Handy zu dem Thema? Hm? Was hast du für ein Handy? Sony Xperia Z3. Huawei P20 Lite. Wie ist denn? Handy ist mir eigentlich ziemlich scheißegal. Ich brauch's zum Telefonieren und WhatsApp schreiben und YouTube schauen. Das ist die einzige Funktionsweise. Also, hier gibt's Computer. Da schon ein paar Prioritäten. Zum einen, ja. Also Fotos geht auf jeden Fall. Ich mache zwar viel zu selten Fotos, aber trotzdem wäre es trotzdem immer geil. Ich muss sagen, mit dem P20 Lite hast du, glaube ich, also mindestens 2K. Also warte mal, vielleicht kann ich sogar mal gucken, wie viele Mega, weißt du, was ich meine? Ja, wie viele Mega? Megapixel. Ja, die Megapixel, die dürfen nur hinten im Bus sein. Ja, 16 Megapixel. Hm? Hier 4608 mal 3456 wäre die Bildschirmauflösung für die höchste. Hm. Okay? Ja. Vom Kamera machen, also eine gute Kamera. Ja. So, jetzt habe ich hier so eine Art Hangarhalle gemacht. Hm? Muss jetzt noch festgeschweißt werden, aber eine Hangarhalle. War die Raum, also die Decke. Ich muss schnell noch mal kurz eine Frage zur Decke stellen. Die Decke ist jetzt auf der Ebene des 5. Blocks oder soll die auf der Ebene des 6. Blocks sein? Die kann ruhig auf der Ebene des 5. Blocks bereits sein. Okay, weil ansonsten hätte ich die jetzt wieder abreißen müssen. Ja, okay, hier unten brauche ich zumindest kein Jetpack Fuel Wasser um. So. Wie ist eigentlich der Tag-Nacht-Zyklus in dem Spiel hier? Alle 10 Minuten oder wie ist das? Boah, wenn ich das noch wüsste. Er geht aber auf jeden Fall, es hält sich Grenzen, es ist jetzt nicht schlimm. Okay. Bon. Hast du eigentlich den Marsianer geguckt? Den Film? Nicht besonders lange. Also ich weiß, ich habe den, glaube ich, mal im Free TV angeschaut, aber der wurde dann mir zu langweilig irgendwann mal. Ich finde den echt gut. Ich habe auch das Buch gelesen schon, deswegen habe ich mir eigentlich hauptsächlich angeschaut. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen dran. Nur der hat halt nicht eine fette Hangarbasis gebaut. Ich glaube, den Fäden würden auch dazu erheblich die Ressourcen fehlen. Und glaube ich auch die Zeit. Mhm. Und die Kraft, weil im Grunde genommen sind wir irgendwelche Götter, die mit ihren Händen irgendwelche Stahlgrids setzen können. Ja. Ich gebe mir mal auf jeden Fall das Unknown Signal snacken, weil ich es kann. Er snackt sich die ganzen Skins, während er mich arbeiten lässt. Ja, währenddessen gehe ich hier nach auch Uran abbauen. Ah. Hm? Ja, und was halt auch noch richtig ist, dass es doch schon ein bisschen performant ist, damit ich währenddessen hier locker mal 100 Porno-Tabs auf meinem Handy mal offen haben kann, ohne dass da die Performance oder irgendwas kaputt geht. Ja, wobei, bei solchen Websites ist, glaube ich, weniger die Performance das Problem, sondern mehr die komischen behinderten Pop-Ups, die auf den Sack gehen. Ja, das auf jeden Fall. Wobei, ich habe damit, mit den Pop-Ups habe ich eigentlich gar nicht zu kämpfen. Denk mal darauf an, auf welchen Websites du dich umtreibst. Ja, welchen wohl? Pornhub, E-Hentai hier. Ja. Hentai Heaven. So. Ja. Die Gesprächsthemen. Jawohl. Und, ach ja, was auch unbedingt wichtig ist, viel Speicherplatz. Da muss viel Speicherplatz. Ohne Scheiße, ich hab so, ich hab,
Ich hör nämlich auf meinem Handy auch unglaublich viel gerne Musik und speichere auch sämtliche Memes, die ich irgendwie geil finde, auf Ja. meinem Handy, nur damit ich sie irgendwann mal mir ansehe, wenn es mir langweilig ist, wobei die Fälle so selten sind, dass es sich eigentlich lohnt, die ganzen Bilder zu löschen. Aber nee, ich will einfach die Scheiße nicht löschen. Und ja, irgendwann kommt es an meine Grenzen und ich muss dann immer alles auf die SD-Karte verschieben und alles. Und Ich manches installiere lese ich immer dann gleich in nicht meine mal. 64 GB SD-Karte. Ich hab sogar, glaube ich, so irgendwas in dem Dreh rum, so eine 32 GB. Aber trotzdem hatte mir immer irgendwie einen Speicherplatzmecker Scheiße. Und dann, auch wenn ich das in Einstellungen eingestellt habe, dass er die eigentlich automatisch dann auf die SD-Karte runterladen soll, macht er es trotzdem nicht. Das macht ihn Ja, erst echt also, abfallen. ja, das sagt man so. Wie viel Speicherplatz hast du eigentlich grundlegend? Boah, muss ich mal nachschauen auf meinem Handy. Geht ja schnell. Ja. Ich hab schon gesagt, wenn wir Ja. machen wollen, mach das. Einstellungen. Einstellungen. Speicher. Okay. Jetzt. Ich weiß es. Genau, 16 GB. Ich habe 64 GB auf meinem Handy. Sind ein bisschen mehr. Ja. Ja, 16 GB. Puh. Es wird knapp, glaube ich. Die habe ich Ja, schon voll die bei sind auch mir. schon immer die ganze Zeit voll. Ich muss dann immer irgendwas verschieben oder so. Und Oder löschen. das Schlimmste ist dann, wenn ich dann die Bilder verschiebe, werden sie mir in der Galerie sozusagen nicht, geht dann meine komplette Ordnung dabei kaputt. Also Ja. die werden dann nicht nach, okay, wann habe ich die runtergeladen, sortiert, so wie es eigentlich sein sollte. Nein, sondern Ja. wenn sie verschoben werden, kriegen sie sozusagen ein neues Datum, so als ob ich sie noch mal schon, als ob ich sie gerade eben verschoben habe, sodass die komplette Reihenfolge dadurch weg ist. Und jawohl, ich habe hier einen Regenbogenbohrer. Skin. Echt jetzt? Ach du Ja. Lacker. Ach Mann. Und Computer und Und kannst du Steam-PC. den auch für 3 Cent verkaufen? Wahrscheinlich. Steam greift sich 1 Cent an, ab 1 Cent greift sich die Mehrwertsteuer und 1 Cent kriegst du. Ja, und einen kriegt noch die Kirche nicht zu vergessen. Also ich krieg nichts. Na, du kriegst nichts. Scheiß Kirchensteuer. Ja, was Snitches, willst ey. du? Raus. Haben alles von ihren Ablassbriefen schon verprasst. Ja, müssen schon wieder neues Geld generieren. Ohne Scheiß. Alter, wo wir schon dabei fragen. Alter, eigentlich ist es echt doch schon. Das ist eigentlich echt eine gute Frage. Ich meine, ich wette, die haben damals echt un. Also damals hat die Kirche mit den Unmengen an Ablassbriefen Geld. und dem ganzen Scheiß Unmengen von Geld bekommen. Garantiert gibt es irgendeinen steinreichen Bischof auf irgendeiner Insel, der sich damit abgesetzt Ja, hat. dieser Thebats van Els von dieser Bischof von Limburg hat es ja gezeigt, Alter. Die haben ja anscheinend Unmengen von Geld. Für was Und zahlen wir eigentlich anscheinend, aber es Steuern? geht dann trotzdem irgendwie so, ja, spenden Sie für die Restauration dieser Kirche oder unserer Glocke. Und dann denke ich mir so, ja, verteilt der Vatikan das nicht an die jeweilige Gemeinde? Oder haben sie keinen eigenen Haushaltsplan oder sowas? Oder was ist da generell mit dem ganzen Geld passiert? Also ich bin ja kein Katholik in der Hinsicht, ja. Aber bei uns, also im Grunde genommen ist es bei uns das ähnlich. Ich weiß nicht, wie viel Geld wir haben, aber ich habe so ein bisschen gelernt, also im Konfirmationsunterricht, dass die Gelder, die sie praktisch durch die Kirchensteuer bekommen, nicht reichen würden für so Sachen wie Renovierungen und ähnliches. Und außerdem, und dadurch zahlst du halt, deswegen müssen sie ja auch immer so Spenden machen, weißt du? Ja, Weil es nicht reicht, aber gut. es ist trotzdem echt interessant so an. Jetzt gerade, wenn ich so überlege, Alter, wo überall die Kirche eigentlich mit absahnt. Früher waren es ja nur Ablassbriefe und Ja. sowas. Heute, Alter, neben der ganz normalen Kollekte während der Messe Ja. sind ja immer, du kannst da für das und das für die Renovierung spenden, so immer am Eingang. Dann gibt es Ja. noch für die scheiß Teelichter, kannst du dann noch Ach spenden. ja, genau, ihr habt ja auch diese Teelichter, ne? Wo man für 1 € eine anzünden darf. Genau. Das ist so eine Quengelzone, weißt du? Gehen die kleinen Kinder dann mal hin. Ja. Ich will ein Teelicht anzünden, Mama. Genau. Und dann noch eben diese scheiß Kirchensteuer. Wo ich mir so denke, Alter, what the fuck, eigentlich, wie viel verdient ihr? Weiß ich nicht.